Auf die Plätze, fertig, los! 2015 beschäftigte sich die DAFWebCon unter dem Titel Deutsch spielerisch gestalten mit Game-Based Learning. Die Höhepunkte waren in diesem Jahr sicher die beiden Podiumsdiskussionen. Die Diskussion Bye-bye Klassenraum, Hallo Computerspiel wurde von der Deutschen Welle organisiert und direkt aus dem Sendesaal in Bonn live übertragen. Was verbirgt sich denn hinter dem Begriff Serious Games? Was ist das, worüber wir hier reden? Also Serious Games sind Spiele, sie sind nicht primär zum Spielen da, sondern auch zum Lernen. Ich finde, Serious Games ist ein fürchterlicher Begriff, den man tunlichst irgendwann jetzt auch mal ad acta legen sollte. Die zweite Podiumsdiskussion wurde von der Präsidentin und dem Schriftführer des Internationalen Deutschlehrerverbandes IDV geleitet. Diese Gesprächsrunde findet statt mit internationaler Besetzung, mit Teilnehmenden aus 4 Kontinenten und sie ist vom IDV zusammen mit der DAFWebCon organisiert worden. Die DAFWebCon bot einen Überblick über die verschiedenen Kategorien im Bereich Game-Based Learning. Im Bereich Serious Play zeigten zum Beispiel finnische Schüler und Schülerinnen live, wie man beim Minecraft-Spielen Deutsch praktiziert oder andere Online-Spiele im Unterricht einsetzen kann. Die Aktualität der Konferenzbeiträge wurde unter Beweis gestellt, als zum Beispiel das erst im Laufe des Jahres erscheinende Serious Game der Deutschen Welle mit dem Titel Tatort Elbkanal präsentiert wurde. Oder eine Demonstration des erst seit wenigen Monaten verfügbaren Angebots für Anfänger Lern Deutsch statt der Wörter des Goethe-Instituts gezeigt wurde. Lernspiele, die mit Online-Werkzeugen einfach selbst erstellt werden können, wurden ebenfalls gezeigt. Weiters wurde der Gamification-Ansatz in Praxisbeiträgen von Lehrenden, die gamifizierte Lernplattformen wie Classcraft oder ClassDojo einsetzen, gezeigt. Eine australische Lehrerin zeigte einen internationalen Vokabelwettbewerb, bei dem fades Vokabelpauken auf einmal urcool wird. Weiters wurde der Einsatz von 3D-Welten im Unterricht thematisiert oder auf aktuelle Forschungsergebnisse hingewiesen. Auch preisgekrönte Projekte wurden vorgestellt. Auch im nächsten Jahr wird eine DAFWebCon stattfinden. Legen Sie sich schon jetzt einen Vorrat an. Das Wochenende vor dem Computer ist intensiv.